Der Start in den Tag bei Hochtief. Weltweit. Volles Engagement, Kompetenz und Verantwortung. Wir arbeiten gemeinsam daran, Hochtief für morgen zu gestalten. Nachhaltig, sozial, digital, zukunftsfähig. Wir errichten Gebäude und Infrastruktur auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist unsere Kernkompetenz. Für den Erfolg von morgen schlagen wir ein neues Kapitel auf. Mit dem Nachhaltigkeitsplan 2025. Er enthält mehr als 60 Commitments, etwa bis 2045 klimaneutral zu sein. Projekte völlig unfallfrei auszuführen. Den Anteil von Frauen in technischen Berufen zu erhöhen. Und Partner und Lieferanten auszuwählen, die besonders nachhaltig handeln. Wir arbeiten an unseren Zielen für die Umwelt, unser soziales Engagement und die Unternehmensführung. Nachhaltigkeit leben wir im Unternehmensalltag schon lange. Nachhaltige Verkehrskonzepte zum Beispiel entlasten große Städte. Dabei hilft Hochtief etwa mit dem Bau von U-Bahnen in vielen Metropolen. In Nürnberg arbeitet Ruben Mors als Bauleiter mit an der Erweiterung der U-Bahn-Linie 3. Eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe für den jungen Tunnelspezialisten. Nachhaltiges Handeln prägt auch unsere Bauprozesse. Das Ziel? Energie einsparen, wann immer möglich. Dazu nutzen wir unter anderem selbstentwickelte Monitoring-Systeme und setzen auf Recycling und Kreislaufwirtschaft. Julia Geisweit ist Nachhaltigkeitsmanagerin bei Turner in den USA. Sie und ihr Team arbeiten daran, die Prozesse dafür stetig zu verbessern. Etwa beim Spiral in New York, ein Wolkenkratzer mit Terrassengärten. Auch das Javits Center in Manhattan ist ein grünes Gebäude. Mit eigener Dachfarm und energieeffizienter Ausstattung. Schon im Bauprozess nachhaltig. Mehr als 800 Green Buildings hat Hochtief bislang realisiert und entwickelt den Markt aktiv mit. Etwa bei Holzbauten, die immer größere Bedeutung gewinnen. Unsere Teams in den USA haben hier schon einen großen Erfahrungsschatz. Anna-Marie Carden, Managerin für strategische Planung, nimmt das neueste Massivholzprojekt von Turner ab. Das Bürogebäude 1030 Music Row in Nashville. Holzbauten leisten einen Beitrag zur CO2-Reduktion. Auch im Infrastrukturbau spielt der Umweltschutz eine wichtige Rolle. In der Nähe von San Diego haben unsere Experten von Flatiron eine 10-spurige Autobahnbrücke über eines der größten Küstenfeuchtgebiete im County neu errichtet. Ein sensibles Unterfangen, denn die hier lebenden Tierarten sollten nicht gefährdet werden. Die Flatiron-Umweltmanagerin Brittany Waddell begutachtet mit dem Vertreter des Landschaftsschutzgebietes die gelungene Renaturierung der Flächen. Die Nutzung erneuerbarer Energien ist ein wichtiger Baustein, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Durch Sonnenkraft, wie hier bei einem Solarpark in Südaustralien, den die CIMIC-Tochtergesellschaft UGL gebaut hat und betreibt. Oder durch Wasserkraft, wie hier in Kanada, wo Flatiron mit Partnern eines der größten Wasserkraftwerke in British Columbia baut. Der Site Seadam wird künftig Strom für hunderttausende Haushalte liefern. Auch unsere Innovationsgesellschaft Nexplore arbeitet daran, Bauprozesse nachhaltiger, effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Wir kooperieren dazu mit führenden Hochschulen weltweit, zum Beispiel mit der TU Darmstadt. Hier bieten wir ein duales Ausbildungsprogramm für Nachwuchskräfte an. Durch die technologische Entwicklung ergeben sich auch spannende neue Berufsfelder. Die Drohnenpilotin Anke Schwarz hilft dabei, die Vermessung von Baustellen effizienter zu gestalten.
Die Begeisterung der Jüngsten fördern wir frühzeitig mit Sponsoringprogrammen, etwa durch Mitmachbaustellen. Wir übernehmen soziale Verantwortung und lassen die Gesellschaft an unserem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben. Janice Horton kümmert sich als Community Director um soziale Projekte in der Nachbarschaft von Turner Baustellen. Zum Beispiel das Gartenprojekt Harlem Grown in New York, das Jugendlichen gesunde Ernährung vermittelt. Zu unserer Verantwortung gehört es auch, sich an Gesetze und Regeln zu halten. Ohne Kompromisse. Compliance wird bei Hochtief groß geschrieben. Auch hier arbeiten alle Einheiten zusammen. Etwa an Schulungen zum Thema Menschenrechte und an vielfältigen Weiterbildungen. Denn jeder leistet einen Beitrag. Jeden Tag. Gemeinsam sind wir auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft.